Weil im Grunde, Hochbeet habe ich gesehen, das gibt es jetzt auch in vielen Baumärkten. Werden jetzt etliche Modelle angeboten. Es scheint auch populär zu werden. Sonst wäre es nicht so viel im Angebot. Und im Grunde ist es aber einfach nur ein Hügelbeet, was in einem Kasten bekommt. Irgendeine Art von Einkastung. Ja, also will ich jetzt nicht so weiter drauf eingehen. Einfach nur, dass es die gleichen Prinzipien, die beim Hügelbeet wirken, können eben auch so eine andere Form bekommen. In dem Fall hat man da eins gebaut für eine Schule, das ist eine freie Schule in Pilzaden, wo es halt da die SchülerInnen ihr Zeug anbauen können. So, und das war bei uns damals, als wir in Freiburg ein Projektzentrum für ein Dorfprojekt bezogen haben. Und es war ganz interessant, wir haben nämlich, sind da eingezogen in einem, also wie so ein Luxusviertel von Freiburg. Und das war früher ein Einfamilienhaus, aber als wir eingezogen sind, haben wir dann am Schluss 14 Leute da drin gewohnt haben. Also ein bisschen mehr als nur eine Familie. Und eigentlich für eine Familie viel zu groß, finde ich, aber für eine reiche Familie wiederum unattraktiv, weil es schon zu alt war. Und eine normale Familie kann sich das einfach nicht leisten, so ein Haus. Aber so eine Lebensgemeinschaft, wo dann noch zwei Vereine mit drin waren, konnte sich das durchaus leisten. Und wir hatten sehr prominente Nachbarschaft, das da drüben ist nämlich der berühmteste Kunstfälscher von Freiburgs gewesen. Der Beltracchi, habt ihr vielleicht auch gehört von dem. Der ist sehr bekannt geworden, aber der wurde dann gerade als wir angekommen geschnappt, nachdem er Millionen verdient hat über jahrzehntelange geniale Kunstfälschungen. So, ja. Okay, also durchaus eine interessante Nachbarschaft damals. Die Gärten der Nachbarschaft fand ich weniger interessant. Ja. Meist eher ein bisschen langweilig. Und wir wollten halt in diesem Garten hier von dem schon ein bisschen runtergekommenen Haus, von dieser Villa, wollten wir auch etwas Gemüse anbauen und haben dann, das ist jetzt einfach eine Möglichkeit, wie man so einen Rasen umwandeln kann in einen Gemüsegarten. Und wir wollten dann halt hier ein Beet anlegen und das haben wir in der Weise gemacht, die ich tatsächlich sehr empfehlen kann. Wobei ich es jetzt mittlerweile auch schon wieder anders machen würde, aber damals haben wir Pappe verwendet, um die hier auszulegen auf dem Rasen, also ohne den Boden zu bearbeiten, wohlgemerkt. Und da wird da keine Pappe zurechtgestückelt. Und wie man sieht, ist es auch in Kinderarbeit möglich, die Art und Weise Beete anzulegen. Also eine sehr leichtgängige Weise. Auf die Pappe kam dann so ungefähr so dick Stroh drauf, das hatten wir eh noch übrig von Strohballen, die wir sonst als Sitzgelegenheit verpackt hatten, aber es gab eben ein paar Strohballen, auf denen konnte man nicht mehr so gut sitzen. Und ja, und dann kamen da Kartoffeln rein und das Ganze war also sehr einfach anzulegen, weil eben der Boden nicht bewegt werden muss und damit ist es auch bodenschonend. Und dann sind da die Kartoffeln gewachsen. Die Kartoffeln kamen einfach nur in diesen Pappmulch rein. Also die wurden nicht eingepflanzt, sondern reingelegt zwischen die Pappen. Und sind dann quasi durch das Stroh hindurch gewachsen. Konnten entsprechend leicht auch ernten dann am Schluss. Und da kamen doch immerhin 23 Kilogramm Kartoffeln raus auf diesem schmalen Streifen. Der war 7 Meter lang. Und es ist zwar kein gigantischer Ertrag, sondern sagen wir, wow, was für eine krasse Kartoffelernte, aber dann mit so einer einfachen Methode einfach, da hat man einfach alte Kartoffeln reingesetzt, die schon ausgekeimt waren, die hatten dann 23 Kilogramm, das fand ich doch sehr erfreulich und der Effekt war dann danach, dass der Boden in oberen Zentimetern schon mal schön vorgelockert war, durch diese Mulchauflage und die Kartoffeln tragen noch ihren Speil und müssen halt so ein bisschen dann schon reingraben, auch in den Boden. Das heißt, wir können im nächsten Jahr dann mit einem vorgelockerten Boden weitermachen mit unseren Beeten. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn man sich umgraben sparen will. Dann auch die Frage, wo oft in der Stadt ist es oft eine Frage, wo gibt es überhaupt Flächen? Und das hier war das Garagendach. Und das war, bevor wir da kamen, war es total überwuchert mit irgendwelchen so Ziersträuchern. Das waren hauptsächlich so Zierquitte. Und da Permakultur schaut immer nach den Ressourcen, die da sind und nach dem Potenzial. Und ein Potenzial nämlich war hier in der Nachbarschaft auf dem Radweg sozusagen, muss man hier so den Berg hochradeln. Und da ist mir aufgefallen, dass da die
ganze Zeit ein Misthaufen Pferdemist lag, der nicht bewegt worden ist. Da ist nichts damit passiert. Da haben wir gedacht, naja, also der scheint nicht verwendet zu werden, der Mist. Also hole ich den einfach mit dem Hänger und so kam es dann auch. Dann bin ich immer, das war dann meine Sporteinheit, das war schon sehr sportlich, den Berg auch mit dem Hänger voller Mist hochzufahren. Und dann hat mir da aber halt für dieses Garagendach eine ganz gute Düngung. Und dann so Löcher, so Pflanzlöcher gemacht. Da diesen Pferdemist auch mit reingemacht. Und das ist dann unser hauptsächlich unser Teedach geworden. Da wurde auch Gemüse angebaut, aber auch hauptsächlich Teepflanzen. So Königskerze und Basilikum, verschiedene Basilikumsorten, Rosmarin. So sah es von der Straße aus. Also im Vergleich zu den Gärten außenrum natürlich ein sehr wild wirkender Garten. Aber auch auf seine Art sehr produktiv für uns. Und ach, jetzt habe ich eigentlich noch den letzten Tee, habe ich sogar noch. Wir haben dann halt so Verpackungen gemacht und Teemischungen, die dann sehr schön zu Weihnachten so früh verschenkt werden konnten. Und habe ich jetzt vergessen auszupacken. Ich habe es gezeigt als kleines Produkt aus dem damaligen Garagendachgarten. Jedenfalls fand ich es eine sehr schöne Möglichkeit, mit dieser Fläche Garagendach, was halt vorher überhaupt nicht genutzt war, umzugehen. Dann wirklich viel Blüten und Blätter was weiter geerntet. Wir hatten da hunderte Packungen Tee danach. Ja, genau, also so zeigt man doch immer noch die Möglichkeit nach Potenzial, auch wenn man denkt, man hat da gar keine Fläche. Das wird dann morgen auch ein Thema zu schauen, zu sein, hier auf dem Gelände zu schauen, wo gibt es denn vielleicht noch Potenzial? Wo können denn, ne, was vorhin erzählt worden ist, wo können denn da diese Pflanzen hin, die jetzt vorgezogen sind? Ja, und was auch noch eine schöne Möglichkeit ist, Potenziale zu nutzen, gerade wenn man kein Licht hat, wenn es im Schatten ist, sind Pilze. Also das hier war eine Pilzzucht, in dem Fall war da die Höhlenfeigling eingeimpft in diese Hölzer, die vor unserer Haustür einfach rumlagen. Und das weiß ich noch sehr genau, am 15. Januar hatten wir damals eine prächtige Limonenzeitling-Ernte. Die haben da irgendwie schon, da war es halt mal ein bisschen wärmer im Winter. Und dann gab es da so einen richtig großen Batzen Limonenzeitling, den wir da mitten im Winter ernten konnten. Wo es ja sonst kein Gemüse gibt aus dem Garten. Oder ein bisschen ja schon, aber nicht viel. Ja, also es war ein sehr erquickliches Ergebnis. Wie habt ihr diese Beule geimpft mit den Ohren? Ja, wir haben verschiedene Methoden angewendet. Da sind wir übrigens in den Pilzbeet eingesetzt und da sieht man auch ein bisschen auf dem Bild von der einen Methode die Spuren. Das war nämlich, das ist eine Schnittimpfung mit der Kettensäge eingesetzt. Und zwar, wenn das jetzt so der Stammdurchmesser ist, wenn du also von oben auf diesen Stammabschnitt drauf schaust, das war so in etwa die Dicke, die die hatten. Dann wurde der Stamm hier einmal, das zeige ich dir das von der Breitseite aus, quasi von der Seite eingesägt, so fingerdicker Spalt ungefähr bis zur Hälfte. Und dann weiter unten nochmal von der anderen Seite, dass die andere Hälfte besägt worden ist. Weil nämlich das Pilzmyzel, was man da reintut, also wir hatten auch ein Pilzlabor im Haus, weil eine Mitbewohner, der hat sich da halt dann so eine Sterilbank gebaut. Die haben dann auch mal so ein beim Pinkeln im Wald, wie man gemeint, so eine Riesmann, hat man dann so einen Pilz gefunden, eine Braunkrabbe, und es wurde dann im Pilzlabor weiter vermehrt und dann dadurch die Pilzbrut ist dann da entstanden. Oder man hätte sich dann auch Pilze auf dem Markt kaufen können oder so und dann einfach von den, nicht einfach, schon ein bisschen aufwendiger, bis man halt zu dieser Pilzbrut kommt. Und wenn man die hat, die kann man auch kaufen, dann geht es darum, dass man einen Kontakt bekommt zu dem Material, auf dem dann der Pilz sitzen kann und fressen kann. Ja. Der Pilz frisst dann quasi diesen Stamm auf. Oder Strohballen haben wir auch beimpft. Dann fressen halt die Pilze die Strohballen sozusagen auf. Und es geht immer darum, dass die möglichst gute Kontaktflächen bekommen, die sind gut und sich gut weiter verbreiten kann. Beim Holz ist es halt so, dass das Pilzmyzel sich vor allem entlang dieser Leitbahnen vom Holz, wie wenn der Baum auch steht, der hat er seine Leitbahnen von oben nach unten und so kann sich auch das Pilzmyzel am besten ausbreiten. Und deshalb
immer der Versuch, da möglichst, wenn es geht, alle diese senkrechten Stränge irgendwie zu erwischen. Ja. Man kann es aber auch bohren, das ist eine andere Methode, man kann auch Dübel reinmachen und man kann auch oben absägen und eine Kappe drauf machen. Also verschiedene Varianten, aber das Grundprinzip ist immer diese Kontaktfläche mit diesem Leitfaden. Ja. Vielleicht mal so weit in Kürze. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr spannendes und interessantes Einsatzfeld, weil Pilze sind auch, finde ich, immer ein bisschen unberechenbar. Ja. Also, man kennt auch niemanden, wo sowas macht, als ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ja. Ja, halt toll, dass man kann ja dann halt auch im Schatten stellen, wo nichts ist. Bei euch in der Maus zum Beispiel. Und da braucht man auch keinen Boden dafür. Wobei das bei vielen Pilzen hilfreich ist, wenn man die in den Boden reinsetzen kann, die Stämme, dann breitet sich das Pilzmyzel noch besser aus. Mhm. Aber zum Beispiel Shiitake, die auch als Heilpilze gelten, da kann man einfach so dünne Knüppel nehmen, die man oft hat aus Gartenschnitt und die irgendwo ins Eck stellen quasi. Mhm. Und dann halt müssen die einfach feucht gehalten werden. Was aber bei dem Klima hier auch einfach durch den Regen passiert, normalerweise. Mhm. Also sehr pflegeleicht. Das Aufwendige ist aber, die Brut herzustellen. Mhm. Was man allerdings jetzt heutzutage sehr leicht im Internet auch bestellen kann. Ja, okay. Ja. Mhm. Genau. Ja, das war dann auch ein Beispiel für eine Ernte. Das war in dem Fall diese Braunkappe, die besagte. Also praktisch der Ursprungspilz mal im Wald gefunden worden ist, beim Pinkeln. Und leider sind auch die Schnecken sehr pilzfreudig und die waren auch schneller als wir mit der Ernte. Und da kamen auch so allerhand skurrile Begebenheiten, zum Beispiel diesen Pilz, was wir extra angelegt hatten für die Pilzzucht. Da waren eben dann auch trotz Schneckenzaun Schnecken drin. Die waren offenbar vorher nicht alle draußen, also jedenfalls haben wir dann trotzdem gefressen und da sind gar nicht so viele Pilze gewachsen im Vergleich, während der Pol, das war einer der dieser Mitbewohner der Pol, der dieses Pilzlabor eingerichtet hatte, der noch mal einen Teil von seinem Pilzblut vergessen gehabt und dann hat er die einfach quasi weggeschmissen in eine Ecke vom Garten, überhaupt nicht gepflegt. Und eines Tages kommt ein anderer Mitbewohner und sagt, ja, hast du dann dein Pilzblut in die Hecke geschmissen? Und so, ja, so. Ja, da ist gerade voll die fette Ernte dran. Also es war halt gedacht, es wird eh nichts mehr. Und was im letzten Eck lag, war dann so ein riesen Batzen von Pilze dran. Und es hat dann mal auch, auf einmal wuchsen die an der Feuerstelle bei uns, haben uns gewundert, sind drauf gekommen, da muss es ein Stück Pappe von da oben im Wind verweht haben. Mhm. Hat dann auch ein bisschen Pappe drin. Mhm. Und es ist dann halt mit dem Wind da runtergeflogen und hat dann da wieder das Holz, was da gelagert ist, beimpft. So, also gibt es da ganz faszinierende Geschichten. Genau, und auch tolle Storys zu Pilzen. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das wäre nämlich mehr als Abendfüllen wieder. Ah ja, das sind die besagten Limonenseitlinge. Und, danke. Und wie man sieht, ja, zur Pilzzucht, man braucht auch gar kein Holz oder Stroh, man kann die auch im Klopapierbeutel zum Beispiel in einem entsprechenden Substrat ranziehen. Das war in dem Fall auf Weizenkörnern, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also so sah unser Häuschen dann aus von vorne, nachdem wir mit dem Balkon in Beschlag genommen haben. Und zwar war das unsere Tomaten, hauptsächlich Tomatenquelle der Balkon. Tomaten waren bei uns sehr beliebt. Und da gibt es, glaube ich, bei vielen Häusern noch das Potenzial, eben so einen nach Süden hin ausgerichteten, überdachten Balkon zu nutzen. Denn Tomaten brauchen ja, oder für Tomaten ist es der Vorteil für den Dachrand, damit die nicht so für Toftere anfällig sind. Und dann braucht man da kein extra Gewächshaus bauen, so wie die hier ein Gewächshaus aufgestellt haben, sondern von das, was eh schon da ist, nutzen und für die Tomaten ein toller Platz zum Wachsen. Und um auf dem Balkon hier zu sein, ist auch viel angenehmer im Sommer, wenn da ein bisschen Schatten ist von den Tomaten, als wenn da voll die Sonne drauf knallt und es dann 40 Grad oder so hat im Sommer oder noch heißer. Also dann steht auch auf dem Balkon quasi für die Menschen dort ein angenehmeres Mikroklima, wenn man so eine Bepflanzung hat. Also eine sehr schöne Möglichkeit. Groß.
Kiwis im Kübel. Also vorhin in der Pause immer das Thema Kiwis. Da braucht man bei immer Männchen und Weibchen. Mhm. Außer bei einigen wenigen Sorten, die selbst befruchtend sind. Und kann man eben auch eine Weile zumindest im Kübel halten. Die sind auch nicht umgezogen, wie wir aus dem Haus ausgezogen sind. Dann lassen sich Wände gut nutzen zum Ranken, zum Beispiel mit Feuerbohnen hier oder hier der Hopfen, der hier hochwächst. Also viele Hauswände sind einfach noch ein Potenzial für Rankpflanzen. Und das kann auch, weil in dem Fall hat die Wand auch sehr verschönert, das war so eine graue, tendenziell eher hässliche Wand. Und mit den Feuerbohnen hat die dann schon sehr, das fand ich sehr schön ausgesehen. Und die Feuerbohnen hatten halt dann eine sehr gute Wärmespeicherung wieder hinter sich. Eben dieser Wärmespeichereffekt wiederum den Hauswänden auch mit sich bringen. Dann hatten wir Tomaten auch innen drin. Haben wir auch mal überwintert. Das war so ein Versuch, die dann quasi, Tomaten sind ja mehrjährig eigentlich, die über den Winter zu bringen, wieder auszupflanzen. Nur das ist etwas gescheitert. Also es hat zwar funktioniert, dass die Pflanzen im Winter gekommen sind, aber die sind sehr stark von der weißen Fliege befallen worden. Und da war so ein kleiner Effekt, naja, an manchen Stellen macht es halt dann doch Sinn, eben gegen, sagen wir so, ich habe ja vorhin gesagt, dieser eine Helmut-Butol, der macht keine Schädlingsbekämpfung, aber zu regulieren, wie ist denn der Druck da von Schädlingen? Und in dem Fall hat sich herausgestellt, hat es halt keinen Sinn gemacht, die Tomaten so mit der weißen Fliege gemeinsam im Winter zu bringen, sondern entweder werden die weiße Fliege bekämpfen müssen oder halt die Tomaten neu aussäen, weil es hat sich dann nicht gelohnt. Da gab es im Zweiten ja doch nur sehr wenig Ertrag. Aber war halt ein Versuch. Ja, Bienenhaltung hat man auch. Und zwar einerseits für den eigenen Honig, aber was uns eigentlich wichtiger, oder was mir wichtiger ist, ich habe jetzt momentan Bienenkisten, das ist das System, was man hier auf dem Bild auch sieht. Und da geht es um wesensgerechte Bienenhaltung. Da geht es nicht so sehr um den Honigertrag, gibt es zwar auch ein bisschen, sondern es geht vielmehr darum, dass die Bienen, die sie auch gerade nicht so leicht haben, also es gibt schon immer sehr hohe Ausfallquoten im Winter, dass wieder viele Bienenvölker sterben von Jahr zu Jahr. Da ist halt der Versuch, die Bienen aber Art und Weise zu halten, dass es mehr ihrem eigenen natürlichen Wesen entspricht. Und Bienen schwärmen halt zum Beispiel, das wird in der normalen Imkerei unterdrückt. Oder Bienen bauen ihren Waben selbst. Eigentlich finden die in der Natur keine Rahmen vor, die denen irgendjemand hingebaut hat, sondern die machen das selbst. Und das wird so dieser Bienenkiste eben aufgegriffen, die Idee, mit dem Versuch, dass die, ja, dass sozusagen für die Bienen eine gute Behausung ist. Und die Bienen eigentlich für uns die Funktion mehr haben, mehr noch Bestäuber als Honiglieferanten. Das sind mir viel wichtiger, dass die Obstbäume gut bestäuben, dass die gut Frucht bilden. Also so größer gedacht, für unsere Fruchtproduktion, Obstproduktion sind halt Bienen und andere Insekten eigentlich unverzichtbar als Bestäuber. Und das, was dann Honig noch nebenbei kommt, ist noch ein zusätzlicher Gewinn. Aber ja, deshalb sind für mich Bienen auch quasi im eigenen Garten sehr wertvoll. Ah, und was ich da in der Bienenkiste so toll finde, ist, dass es sehr wenig Arbeitsaufwand ist im Verhältnis zu anderen Beuten. Muss man da relativ wenig machen dran und nicht so oft da sein im Laufe des Jahres. Man braucht auch nicht so viel Ausrüstung dafür. Ja. Die Holzkiste ist quasi komplett leer dann. Die ist erstmal komplett leer. Weiß ich nicht, ob ich. Ah, da habe ich noch ein Bild gemacht, genau. Das war, ich habe dann den Schwarm gefangen. Das war kurz nachdem ich den Schwarm gefangen habe. Und das ist total spektakulär, den kann man den Schwarm auch so einlaufen lassen. Die laufen dann selber rein, die Bienen, in die Behausung, wenn man es richtig macht. Und dann laufen die halt rein und ziehen sich da an und haben das hier schon mal vorgegeben in der Kiste als Richtung sozusagen. Das sind so Wachsstreifen, damit die Waben einigermaßen gerade bauen. Und ja, dann fangen die an und dieser Schwarm hat sich da jetzt also, wird jetzt zum Volk in dieser Bienenkiste und baut im Laufe der Zeit die ganze Kiste zu mit Waben. Und irgendwann, jetzt ziehen wir hier auch noch so einen Ansatz von
nennen das Trennsheet, die ist nämlich in zwei Kammern geteilt, diese Bienenkiste. Der vordere Bereich ist ungefähr so groß, da bauen die hauptsächlich Brutwaben, also da wird der Nachwuchs sozusagen produziert. Und da wird auch Honig eingelagert, aber den Honig gehen wir nicht ran. Da bleiben die Waben immer drin. Und dann, was jetzt auf dem Bild hier kommen würde, auf der Seite vom Holz, das ist dann nur ein Drittel von der Kiste. Und da machen die keine Brutwaben, sondern nur Honigwaben. Das ist aufgrund der natürlichen Art und Weise, wie die Bienen halt bauen, so. Und den Honig, den nehmen wir auch raus, also den ernten wir, da nehmen wir die Waben raus. Müsste so Kiste auch mal gereinigt werden oder so? Müsste eine Reinigung stattfinden? Machen die Bienen das alles selber? Eigentlich, ja, genau. Ja. Also die Bienen haben ihre Reinigung eigentlich mit Propolis. Okay. Das ist so ihr Desinfektionsmittel. Ja. Und so eine Natur reinigt ja auch keiner. Was man aber trotzdem machen muss, wobei jetzt da auch schon spannend ist, wie wir das vielleicht weiterentwickeln können, ist halt Varroa-Behandlung gegen die Varroa-Milbe, weil das, dieser Parasit dann doch zu stark ist. Und ja, jetzt will ich eigentlich in Zukunft, wir haben jetzt immer noch Sommer- und Winterbehandlung gemacht und jetzt will ich es mal ausprobieren, nur noch Sommerbehandlung zu machen und im Winter nicht mehr. Weil normal heißt es ja 2-3 Mal im Winter, gell? Ja. Genau, und wir haben es jetzt bisher mit Oxalsäure gemacht, die Winterbehandlung im Dezember. Und das würde ich jetzt mal weglassen mit der Idee, dass die, dass eigentlich die Sommerbehandlung wichtiger ist, weil da die Milben eigentlich am stärksten entwickelt sind. Ja. Gut, aber das wird ja schon wieder in die Details sein. Thema. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nur mal zeigen zum Thema Tiere auch. Laufenten werden immer wieder genannt als Schneckenjäger. Und die beiden Laufenten hatten wir auch bei uns im Garten angesiedelt, Klaus und Jürgen. Und wie die Namen schon verraten, waren das zwei Erpel, zwei Männchen. Die waren irgendwie seltsam drauf. Wir haben extra einen Teich für die gebaut hier, diesen Tümpel. Und es war schon einiges zu buddeln. Übrigens ohne Folie, also das ist auch mal eine Frage, kann man teilweise ohne Folien bauen, ja, geht. Muss halt dann der Boden dafür passen, man muss ein bisschen, wie man es macht. Dann gibt es auch eine Chance, dass man einen Teich ohne Folie dicht bekommt. Und wir haben die aber nie beim Schwimmen im Teich sozusagen erlebt. Immer nur, wenn quasi keinen Zug geschaut hat, ab und zu muss man Planschen hören. Und eigentlich war ja die Idee, dass die Schnecken jagen sollten im Garten, wie man es ja auch in vielen Permakulturbüchern lesen kann. Und die haben auch gerne Schnecken gefressen und ich habe halt versucht, denen das anzutrainieren. Die haben die Schnecken echt gern gefressen, aber nur, wenn ich die denen im Brei quasi serviert habe. Aber ich habe die kein einziges Mal erlebt, wie die wirklich Schnecken gejagt haben, sondern die haben halt immer nur die servierten Schnecken quasi gefressen. Also es war in der Hinsicht ein bisschen Reinfall, trotzdem eine vergnügliche Zeit mit den Enten und hat gezeigt, also vieles, was es so potenzielle Ideen gibt, bin mir sicher, dass das schon auch gut funktioniert mit Laufenten und Schneckenjagd, aber es funktioniert halt nicht immer und unter allen Umständen und in dem Fall mit den beiden hat es nicht funktioniert. Ich habe die vielleicht auch falsch erzogen, anders trainieren müssen vielleicht. Aber das zeigt auch, dass dann eben bei all den schönen Ideen da sind, bei den Möglichkeiten es gibt, gibt es doch auch viele Stolperfallen. Genau, da wollte ich eigentlich auch doch darauf hinweisen, dass dann doch einerseits ist eine Ermutigung, hey Leute, macht was, probiert es aus, es gibt so viele Möglichkeiten. Und andererseits schon auch, es lohnt sich, sich da auch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, dass man wirklich dann auch Erfolge hat dabei und nicht alles misslingt, weil man einfach nicht weiß, wie es geht und dann Fehler macht, die man eigentlich nicht hätte machen brauchen, weil es vorher eh schon andere gemacht haben. Genau, das ist auch noch so ein Hinweis, das ist jetzt auch, also kein Selbstläufer. Immer dieses Ausprobieren und auch gleichzeitig macht Sinn, sich kundig zu machen. Das war jetzt so eine andere Möglichkeit des Schneckenschutzes, der ganz gut funktioniert hat, aus Tetrapacks aufgeschnittenen. Wir haben damals recht viel, wir hatten eben auch ein paar Veganer in der WG, die immer so vegane Milchprodukte getrunken haben und dementsprechend viel Tetrapacks. Und das hat sich als so ein Schneckenzaun für einzelne Pflanzen ganz gut bewährt. Also eine Idee, wie man das herstellen kann, ohne was zu kaufen. Ja, dann Thema Wasserspeicherung.
Da hat man halt das Wasser abgezapft von der Dachrinne da hinten und direkt in den Gartenbereich. Das ist jetzt wieder dieser Garage, dieser Kräutertee-Garage, um da einfach Bewässerungswasser zu haben, statt dass das Wasser einfach in der Kanalisation verschwindet. Und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, Wasser im Gelände zu ernten. Das ist bei manchen Gärten nicht relevant, aber es gibt halt auch viele Gärten, die haben gar keinen Wasseranschluss oder das Wasser ist vielleicht nicht so reichhaltig verfügbar. Und da lohnt es sich, über sowas Gedanken zu machen. Hier hat man das von der Dachrinne. Das war auch so eine Konstruktion von mir. Kann man auch getrost als Push bezeichnen, aber es hat gut funktioniert. Das dann halt hier von der Dachrinne das Wasser hier rein ist und das war dann für die Bewässerung für den Tomaten, die dann später hier an den Schnüren hochgewachsen sind. Da haben wir das Bild ja schon gesehen. So, oh Gott, schon 10. Können wir noch ein paar Minütchen? Trommeln, das sind auch mal wieder häufig gestellte Fragen, wie mit Trommeln umgehen. Ich habe gute Erfahrungen mit einmal Brombeeren raushauen oder möglichst klein machen und dann Mulch drüber. Das hat an dem Platz jedenfalls gut funktioniert. Also da war alles überwachsen mit Brombeeren, so hier, wie man es halt kennt, so richtig meterhohe Brombeerranken. Und dann hat man da aber auch eine dicke Strohschicht drüber. Und das, was dann noch so am Brombeeren so rauskam im Laufe der Zeit, es war so schwach, so mild sozusagen, dass man das ganz leicht rausziehen konnte. Und dann war das einfach gut zu managen. Also die Brombeeren waren deswegen nicht komplett weg, aber fand ich eine sehr schöne Möglichkeit, einen Umgang mit den Brombeeren zu finden. Mhm. Ja, jetzt habe ich es auch die letzten Jahre ausprobiert, da Kartoffeln anzubauen, wo vorher die Brombeeren waren. Und an der Anstelle haben wir die wilden Brombeeren ausgedehnt und als Spalier hochgebunden, dass man die jetzt auch gut beernten kann. Also ich finde, Brombeeren lassen sich schon auch, wenn man sich ranwagt, sozusagen kreativ bändigen und müssen jetzt nicht so ein ganz schlimmes Problem darstellen, auch wenn sie sehr lästig sein können und oft sehr lästig werden. Ja, genau. Was mit den Brombeeren, genau, das ist noch ein Hinweis zu dem Mulch, was für die Brombeeren gilt, das gilt für andere Beikräuter, die weniger massiv sind, erst recht. Also Mulch ist oft eine sehr gute Hilfe zur Beikrautregulation, wenn man nicht so viel jäten will. Dann noch der Ausblick auf die weiteren Kreise, die Permakultur allmählich zieht. Das war jetzt ein Projekt in Freiburg in der Innenstadt. Ihr kennt das wahrscheinlich, das war Bambi Speed, damals vom Stadttheater. Und es hat nämlich so einen gewissen Wandel gebracht in Freiburg. Nämlich, wir hatten das Projekt damals angefangen, und beim Stadttheater gab es halt einen halt, der fand es eine tolle Idee, dass da so öffentliche, urbane Gartenbeete geben soll vor dem Stadttheater. Und das ist in Freiburg ein total zentraler Platz, da kommen ultra viele Leute vorbei, sehr zentral. Und wir haben dann tatsächlich so auch Fördergeld dafür bekommen, einen kleinen Betrag, und haben dann gab es Aktionen, diese Beete anzulegen. Und die waren einige Jahre in Betrieb, mussten jetzt wieder aufgegeben werden. Aber was es bewirkt hat über die Jahre, es haben wirklich viele Leute genutzt und hatte ich viele positive Stimmen gehört davon. Und es hat einen Bewusstseinswandel gebracht. Nämlich, einerseits ist das urbane Gärtnern an sich viel bekannter geworden. Also so in den letzten Jahren sind einfach in Freiburg etliche Gärten, da so Gemeinschaftsgärten dazugekommen. Und ich glaube, das Projekt hat einen großen Anteil daran, weil das da so in der Öffentlichkeit war und überhaupt Leute auf die Idee kamen, dieses Sehen, dieses Seeing is Believing, also so dieses Anschauen können oder erleben können, dann ist das ja viel eindrücklicher, als wenn man es irgendwo liest oder mal in Videos sieht. Also einfach dieses in Kontakt kommen hat für einige Leute die Idee gebracht, aha, sowas können wir auch machen. Und das hat auch bei der Stadt was gewandelt. Nämlich, während die Stadt erst noch skeptisch war, wie wir angefangen hatten mit so urbanen Gärtnern, gab es dann, nachdem es ein Jahr gelaufen ist, sogar einen Preis dafür, eine Auszeichnung. Und seitdem stellt die Stadt auch bei so urbanen Gärtnern ganz Schilder auf, wo drauf steht, mit Unterstützung der Stadt, Kraut und Blüten heißt das Programm. Also das ist jetzt was sozusagen jetzt verankert ist und wo die Stadt auch eine Stelle dafür, für eine, die das da verwaltet. Und das Beispiel ist für mich total ermutigend, weil das zeigt, was so innerhalb von wenigen Jahren auch so manchmal stattfinden kann.
gibt es dann in Freiburg auch so ein Grünflächenkonzept, wo versucht wird, Gartenflächen zu erschließen für Leute, die gärtnern wollen, Gemeinschaftsgärten betreiben wollen und. Und eben vor einigen Jahren war das denen noch total suspekt. Jetzt wird es gefördert. Aber ja. Hat es einen gewissen Grund, dass man quasi in der Stadt überhaupt keine Obstkulturen oder irgendwas anbaut? Also es ist einfach quasi verboten, so wie in einem Forstwald. Man sagt ja, man darf eigentlich keine Obstbäume reinbauen. Und das ist einfach, weil der Pflegeaufwand so ist. Weil wir wohnen jetzt am Seepark, ich denke auch manchmal, man könnte ja Obstbäume bauen oder pflanzen. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Ist nicht verboten. Das wird sicherlich der Pflegeaufwand sein in den meisten Städten. Dass die, das klar, wenn das Obst runterfällt, das nimmt keiner weg, dann kommen Wespen und so weiter. Aber es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel Andernach. Da war ich zwar persönlich noch nie, aber das, du kennst du das? Ich habe mal einen Bericht drüber gesehen im Fernsehen. Das war interessant. Und ja, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ja. Die Anwohner nehmen das alle an. Ah ja. Also, und das würde in Freiburg auch funktionieren. Wieso? Also wenn es da funktioniert, dann in Freiburg bestimmt auch. Ja. Ja. Und das würde in vielen Städten funktionieren. Das wird nämlich tatsächlich in einigen Städten schon probiert und da funktioniert es eben, in diesem Andernach zum Beispiel. Ja, das ist, ich denke, das kommt daher, dass halt wirklich so früher die Perspektive, da ging es einfach nicht drum, Essen in der Stadt anzubauen. Da war die Landwirtschaft liefert das Essen, egal wo es herkommt. Und jetzt gibt es zwar in Freiburg, gibt es zwar so Bemühungen für eine regionale Ernährung, es wurde sogar eine wissenschaftliche Studie durchgeführt. Allerdings mit einem ernüchternden Ergebnis, da kam nämlich raus, dass nur ungefähr 20% von dem, was in Freiburg konsumiert wird, aus der Region stammt. Also 20% der Lebensmittel. Und das ist für eine Stadt wie Freiburg ziemlich wenig, weil Freiburg eigentlich in einer total fruchtbaren Gegend liegt. Wo es eigentlich sehr viel, auch viel Platz außenrum gibt für Anbau. Also das ist so ein bisschen, einerseits ist so ein offizielles Bekenntnis dafür da, ein Wollen. Andererseits, de facto haben wir einen total niedrigen regionalen Ernährungsgrad und das braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis das so ins Bewusstsein der Stadtgärtner auch dringt, dass da auch Obstbäume vielleicht sinnvoll sein können in den Parks. Ne, aber die Bäume sind ja auch schon vor Jahrzehnten gepflanzt worden. Ja, es können ja auch Träubesbüsche sein. Oder? Ja, genau. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen angefangen, an der Stadthalle in Freiburg zum Beispiel auch so eine kleine Hecke mit oder eine essbare Beeren drin sind und so. Ja, also würde mich freuen, wenn ihr das aufgreift und... ja, wir sind schon überlegen, was wir im Seepark eben machen könnten. Ja. Das ist ja die Frage, was darf man auch verändern, das ist ja ein Stadtpark. Ja, können auch nicht da wild durch die Gegend pflanzen. So ein bisschen. Ich habe Sorge, dass die dann sind. Und auch da eine ermutigende Dietenbach-Park, da damals der Dieter im Dietenbach-Park und seine Frau, die haben einfach angefangen, da Beete anzulegen. Und dann war das erstmal quasi illegal und die Stadt hat da quasi, das wollte es dem verbieten, aber hat es dann doch nicht irgendwie getraut, ihn zu vertreiben. Und der ist halt irgendwie so, nö, ich gehöre da jetzt nicht auf mit dem Gärtner. Und jetzt ist das aber auch quasi von der Stadt geduldet, dass da die Beete sind. Und es ist dann noch größer geworden, es sind andere Leute dazugekommen. Genau, ist jetzt einfach von der Stadt akzeptiert. Also es wäre im Seepark bestimmt auch denkbar. Und dann wo er immer herkommt, an allen anderen möglichen Stellen. Also es ist schon so ein bisschen die Ermutigung, ich will überhaupt nicht zu illegalen Aktionen aufrufen, aber so vielleicht in den Randbereichen der Legalität, wo sozusagen das für das Gemeinwohl ist, weil das ist es ja, solche Gärten, wo sie alle beginnen können, da ruhig auch mal mutig zu sein und es einfach zu probieren. Und schaden wird es wahrscheinlich keinen. Und wenn es Widerspruch gibt, dann hört man wieder auf. Krass wird. Aber ja. Also ich glaube, in Freiburg ist jetzt schon einiges vorher angelegt, dass ihr da loslegen könntet. So, das waren dann die Beete mal kurz nach der Bepflanzung aus. Die waren natürlich im Laufe der Zeit voll bewachsen. Ein Bild noch schnell von einem Strohballenhäuschen in Freiburg, das ist ein Kinderabenteuerhof. Einfach um darauf hinzuweisen, es gibt eben auch andere Baumaterialien als das, was standardmäßig verwendet wird. Es ist halt was Organisches, was gerade wenn es mit Lehmputz ist, das nämlich mit Lehm verputzt, dann hat es auch eine hohe baubiologische Qualität, also eine hohe Wohlfühlqualität auch. Ist ökologisch sehr sinnvoll, weil es von nachwachsenden Rohstoffen ist
und Stroh in vielosen Betrieben eigentlich auch ein Abfallprodukt ist. Wobei es halt jetzt kaum Biostroh gibt zum Bauen, weil die Biobetriebe Stroh normalerweise verwerten selber. Mhm. Aber ansonsten eben, was im Gegensatz zu anderen Baurohstoffen, was immer wieder nachwächst von Jahr zu Jahr. Ja, da hatten wir 2012 einen Strohballencontainer gebaut, als ein mobiles Gebäude. Wo, während das Bild vorher, da waren die Strohballen lasttragend, aufeinander gestapelt, ohne Holzrahmen. Und das Übliche, was sich aber durchgesetzt hat die letzten Jahre, und jetzt mittlerweile ist auch seit einigen Jahren Stroh ein offiziell zugelassener Baustoff, mit, wo es auch Normen dafür gibt und wo Feuertests bestanden worden sind und so weiter. Und da wird üblicherweise in dieser Bauweise gebaut, dass es halt Rahmen gibt, der und das Stroh ist dann eine tolle Isolation, was dazwischen kommt. Also hinsichtlich Feuer und so weiter total unproblematisch. Dann noch was zum Thema Bauen, ein Kompostklo, was wir für unseren Platz im Häuslemeierhof, den ich am Anfang gezeigt habe, gebaut haben, weil schließlich braucht man da auch Möglichkeiten, seine Verdauungsprodukte sinnvoll abzusetzen. Und das war also so ein kleiner Workshop, hat Spaß gemacht, so sah das Häuschen dann aus. Und dass du kommst noch andere Häuschen aus Komposttoiletten aus Tamera, aus Amerika, vom Gesundheitsinstitut in West Virginia und hier wieder vom Kinderabenteuerhof. Was mir bei dem Modell gut gefällt, ist, dass es auch rollstuhlgängig ist. Kann man die Rampe hochfahren. Auch schön sowas zu bedenken. Und dass hier auch direkt die Waschmöglichkeit dabei ist. Was Komposttoiletten nämlich nicht sein sollen, ist, dass die unhygienisch sind. Und es ist nicht zu verwechseln mit Plumpsklos, beziehungsweise sollte nicht verwechselt werden, denn da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wie das funktioniert. Gerne morgen im Kurs. Es geht eigentlich darum, dass da in diesem Kompostklos eben eine Kompostierung stattfindet und damit auch die Nährstoffe erhalten bleiben, die, wenn wir normalerweise aufs Spülklo gehen, einfach in die Kanalisation gehen und dann letztlich das, was nicht in den Kläranlagen abgefangen wird, landet in den Flüssen und dann in den Meeren. Und vorhin eingangs hatte ich erwähnt, dass wir ein Phosphorproblem haben, dass eigentlich die Lagerstätten zur Neige gehen. Und da steckt halt auch viel Phosphor drin in unseren Erlassenschaften. Also das ist jetzt mal einfach ein Teil davon, von so einer Phosphor-Rückgewinnungsstrategie, würde ich mal sagen. Das müsste man natürlich im größeren Stil auch noch greifen, wie wir das, was wir ausscheiden die ganze Zeit und was dahin geht, wo es nicht hingehört, nämlich ins Wasser, wie wir das wieder zurückbringen können aufs Feld. Aber auf eine hygienische und sozusagen bodenfreundliche und vollkommen unbedenkliche Weise. Wie ist das zulassungsrechtlich? Also kannst du eine Kompostoilette einfach aus dem Grundstück stellen? Oder ist das schneller als Grube irgendwas? Also es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden und dann gibt es natürlich auch, je nachdem, es gibt in so Schrebergärten, zum Beispiel gibt es Schrebergärtenordnungen die, oder Kleingartenanlagen und Gemeinden haben ihre Verordnungen. Also da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Aber sagen wir es mal so, der Baukörper an sich, das in Baden-Württemberg zum Beispiel, können 20 Kubikmeter umbauter Raum genehmigungsfrei gebaut werden. Und wir haben zum Beispiel unsere Kompostoilette mobil gebaut, dann zählt es nämlich als fliegende Baute, die, also man kann es vom Fundament losschrauben und transportieren, theoretisch. Und dann, wenn es da jemals Probleme geben würde, dann würden wir sagen, wir haben ein mobiles Klo, wir bauen es halt, genau. Steht es eine Weile da und wir bauen es dann auch wieder ab. Und das dann können. Und dann darf man das. Und das dürft man halt, das ist halt so eine Grauzone, weil da gibt es eigentlich keine richtig griffigen, rechtlichen Bestimmungen, weil es in der Gesetzgebung spielt es quasi keine Rolle. Da gibt es eine Klärschlammverordnung und so weiter. Aber jetzt gibt es gerade ein relativ neues Projekt, das heißt Öklo, die auch in Freiburg eine Zweigstelle haben. Und die verleihen Komposttoiletten auf Festivals. Das ist noch relativ neu. Also da gehen halt die Festivalbesucher, kennen ja diese Dixie-Klos, diese ekligen. Gehen halt auf Dixie-Klos, auf Öklos. Und das wird dann kompostiert.
Und da haben wir jetzt in Freiburg gerade die Kompostierung, auch so einen extra Bereich in der Kompostierungsanlage. Und der letzte Stand aber, den ich gehört habe, war, dass das jetzt noch nicht geklärt ist, wie es weitergehen kann. Also das ist tatsächlich so eine Rechtsfrage, ob das jetzt irgendwie ausgebracht werden darf oder... jetzt ist halt einfach so, dass es kompostiert wird, separat vom anderen. Mhm. Und so ist es mit all diesen Kompostklosters einfach so eine Grauzone. Und das haben wir aber Orte wie das Ökodorf Siebenlinden zum Beispiel, die haben sehr viele Kompostkloster, die haben das mit der Gemeinde geregelt. Ja, da war in Frankreich auf einem Festival, da hatten die auch solche Klos und das war super. Das ist super sauber, stinkendig und viel angenehmer als die Dixie. Genau, da gibt es natürlich auch noch einiges dazu zu sagen, warum die da nicht stinken und so weiter und wie man dann den Kompost zu behandeln hat. Aber, auch das wäre zu viel, das wäre so eine Nachbehandlung, da werfe ich noch das Stichwort Therapreda mit rein. Das ist nämlich eine Therapreda-Kompostierung. Hat das schon mal jemand gehört von euch? Okay, gehen wir morgen im Kurs drauf ein, denke ich, wer es noch nicht kennt. Und das will ich jetzt zwar nicht ausbreiten, aber ich habe da ein Buch mitgebracht, einfach mal um diesen Titel zu zeigen. Bei der Therapreda ist so eine Schwarzerde, die im Amazonas entdeckt worden ist. Und die Hoffnung ist quasi mit so diesem, mit einem Schwarzerdeaufbau, das geht über Pflanzenkohle, dass dadurch eine große Kohlenstoffbindung im Boden stattfinden kann. Und das, wenn es gelingen würde, wäre das total relevant für Klimawandelfragen, weil der Boden wahrscheinlich nach den neueren Erkenntnissen 30 Mal so viel Kohlenstoff binden kann wie die ganze Pflanzenmasse auf der Welt. Das heißt, wenn man den Klimawandel irgendwie abdämpfen möchte oder verlangsamen möchte, dann ist das über den Boden das Erfolgsversprechende und da wäre diese Therapreda quasi eine Spur, wie das relativ schnell gehen könnte. Humus aufbauen in relativ kurzer Zeit. Deshalb ist das interessant und das kann man eben auch mit so Toilettenkompostabfällen machen. Ah ja, das ist jetzt in Kenia, wo ich mit ihnen so einen Kontiki heißt das System, einen Erdtrichter gebaut habe, in dem man Pflanzenkohle herstellen kann. Das quasi Grundlage dafür ist. Was haben wir noch? Flüchtlingsgärten. Ah ja, das ist in der Stadthalle in Freiburg. Da haben wir nämlich vor 2 Jahren, da war diese Stadthalle Notunterkunft für Flüchtlinge und dann hatten wir so einen kleinen Gemeinschaftsgarten angelegt, der auch ganz gut angenommen worden ist. Und das ist jetzt so ein bisschen der Link zu dem ersten Bild, was ich gezeigt hatte, zu diesen Menschen, die auf diesem gefüllten LKW saßen. Ich finde, dass wir durchaus hier in Deutschland in der Verantwortung stehen, dadurch, dass wir uns auch sehr viel ernähren von Ressourcen, die von anderen Teilen der Welt kommen. Also nicht nur das, was jetzt auf dem Buffet war, da war ja auch schon einiges dabei, was nicht bei uns wächst, aber auch mit Rohstoffen, das heißt das, was in Handys drinnen ist, irgendwie ne, die Coltan oder so, was auch nicht bei uns abgebaut wird in den Bergwerken, bis hin zu dem, den Energiepflanzen, die was in den Treibstoff mit reingemischt wird bei den Autos oder. Also ganz viel, oder Kleidung. Kleidung, das kommt hauptsächlich aus Asien, Afrika und. Also wir bedienen uns eigentlich ganz viel von Ressourcen aus anderen Teilen der Welt. Und ich finde, deshalb gibt es auch eine gewisse Verantwortung, damit umzugehen, wenn Menschen aus anderen Teilen der Welt quasi auf der Suche entweder nach Überlebensmöglichkeiten oder auf der Suche nach besseren Ressourcen zu uns kommen. Und in dem Sinne war das so quasi die Überlegung mit diesem Gartenprojekt, für diese Menschen auch so eine bessere Beheimatung zu schaffen. Denn es gibt auch klare Erkenntnisse, dass Gärtnern an sich schon therapeutisch ist. Also allein der Kontakt mit der Erde und den Pflanzen und den Tieren hat therapeutische Wirkungen, ohne dass man explizit Traumatherapie macht oder so. Da habe ich auch einige Erfahrungen, weil ich auch Heilerziehungspfleger bin und da eben auch immer dieses therapeutische eine Frage ist, wie gehen wir therapeutisch dran, dass ein Garten halt eine wahnsinnig gute Möglichkeit. Oder auch hier für die Menschen, die aus verschiedenen Herkünften kommen, die verschiedene Sprachen gesprochen haben, im Garten dann ohne viel Worte auch zusammenzukommen. Man hat auch ein paar Worte Arabisch gelernt und schon wieder vergessen, aber die Kommunikation findet dann auf einer anderen Ebene statt als über die Worte.
Oder nicht nur über die Worte. Ja, jedenfalls glaube ich, ist das eine ganz gute Möglichkeit, dann auch auf die Weise die Probleme, die vielleicht mit Menschen, die neu zu uns kommen, besser greifen zu können. Wenn nämlich, wenn wir eine Heimat haben, einen guten Kontakt zu der Heimat, haben wir auch eine andere Verbindung zu dem, was unsere Heimat ausmacht. Und ja, ich glaube, dass durch viele Konflikte, die gerade so in unserer Gesellschaft schwelen aktuell, und bei dem Radio bei der Herfahrt habe ich es gehört, dass gerade gestern wieder so eine Auseinandersetzung gab bei den Flüchtlingsunterkunft, mhm. Ne, wo die Polizei angegangen worden ist und da jetzt also ganz viel Konfrontation da ist, glaube ich, ist sowas eine Möglichkeit, wie Konfrontation auch weggenommen werden kann und so ein Miteinander entstehen kann. Mhm. Und da gibt es auch jetzt in Freiburg ein ganz tolles Projekt zusammen mit Gärtnern, was für mich Hoffnung macht für die Zukunft, für auch eine multikulturelle Zukunft. Ja, ich habe zwar noch ein paar Bilder dabei, aber ich glaube, es wird etwas spät jetzt. Deshalb würde ich mir die restlichen Bilder sparen und das Bild, was schon das Anfangsbild war, jetzt einfach auch als Schlussbild nehmen und als Abschlussgedanken: Zukunft ist, was uns blüht. Gut, so ein bisschen so ein flacher Spruch, aber ich finde, das lässt sich schon so deuten, dass das, was in der Zukunft liegt, in unserer Hand, auch in unseren Händen liegt. Natürlich, vieles vielleicht Schicksal, vielleicht ist vieles fremdbestimmt und vielleicht ist es auch Zufall, was auch immer wieder die Mischung ist. Das wären philosophische Fragen, aber ich bin überzeugt davon, dass vieles von dem, was in der Zukunft passieren wird, auch in unseren, jetzt hier in unseren Händen liegt. Und in unseren Herzen, in eigentlich in all unserem Dasein. Wir können Zukunft gestalten, aus der Gegenwart heraus. Und Permakultur ist nämlich nicht nur einfach Nachhaltigkeit, die auf der Vergangenheit beruht, die quasi aus Vergangenheitserfahrungen schöpft und Zustände der Vergangenheit erhalten möchte, sondern Permakultur will eigentlich in Zukunft führen und so ein Stück weit aus der Zukunft herausführen. Was braucht die Zukunft von uns? Was braucht es jetzt? Und da ist Permakultur für dieses Führen in die Zukunft hinein, das finde ich einen schönen Abschlusssatz. Permakultur ist ein Tanz mit der Natur und die Natur führt, also dieses Tanzen mit den eigenen Bedürfnissen, mit den Bedürfnissen der Mitwelt und auch mit der Zukunft. Und da wir alle Natur sind, ist auch der Tanz mit der Natur und der Tanz mit uns selbst und unseren Mitmenschen und Mitwesen. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, es hat so ein bisschen jetzt euch Ideen gegeben, was Permakultur sein könnte, wo es hingehen könnte und vielleicht die eine oder andere Inspiration auch geliefert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr aus diesem Abend die eine oder andere Idee mitnehmen könnt und dann dazu beitragt, dass wir immer mehr zu einem Earthcare, Peoplecare, Fairshare hier kommen und uns eine schöne Zukunft blüht. Also vielen Dank für euer Dabeisein.